Herzlich willkommen zum zweiten Teil unseres Green Fashion Symposiums, The New Normal. Und ganz links ist Fenja Ludwig. Fenja, du bist Modeschöpferin, du hast ein eigenes Label, du bist gelernte Schneiderin und Kostümbildnerin, also ganz tief irgendwie auch im Handwerk der Mode verwandelt. Und Fenja, vielleicht direkt an dich als Start, du kommst ja wirklich aus dem Handwerk, aus der Schneiderkunst, vielleicht auch aus der Umgebung, wo man Mode auch diese Wertschätzung gegeben hat von vornherein. Wie kann Mode auch nachhaltig sein, ohne ein Siegel zu haben oder ohne ein Label? Was bedeutet das Thema für dich in deiner täglichen Arbeit? Naja, wie du gerade selber ansprichst, ich komme aus dem Handwerk. Also meine Ausbildung ist handwerklich basiert. Ich bin zur Modeschule gegangen, habe aber vorher eine Schneiderlehre gemacht und auch eine Meisterausbildung. Und ich kann einfach nur sagen, das Handwerk war schon immer nachhaltig. Im Handwerk hat man immer schon nachhaltig gearbeitet. Mit der Industrialisierung kam dann eben die Misere, ne, die wir jetzt haben und an der wir arbeiten müssen. Und ein Handwerker weiß eben, dass sein Material wertvoll ist und deshalb bringt er eine besondere Wertschätzung für diesen Rohstoff auf. Natürlich die Wertschätzung für den Rohstoff, aber wahrscheinlich eben auch nicht diese Massenproduktion. Ne? Wir haben ja eben in der ersten Runde sehr viel über Fast Fashion gesprochen, über die Überproduktion, womit ihr ja gerade die DesignerInnen oder die Labels, die hier vertreten sind, gar nicht so viel zu tun haben. Also das ist auch der nachhaltige Anspruch, eben kleine Kollektionen für eine überschaubare Zielgruppe, vielleicht auch Maßanfertigungen. Sind das so Gedanken, die in Zukunft wichtiger werden? Also ich persönlich habe angefangen mit einer kleinen Kollektion, die ich dann eben auch angefertigt habe auf Anfrage, also mit einer Musterkollektion. Das hat mir aber über die Jahre hinweg nicht gefallen und da ich eben auch diese handwerkliche Ausbildung habe und von Kunden angesprochen wurde, ob ich nicht auch mal so eine Art Nähkurs geben kann, habe ich das getan und das ist, ohne dass ich es vorhatte, zu einem kleinen Imperium herangewachsen. Also ich bin jetzt eigentlich hauptsächlich auf Schneiderkurse spezialisiert. Also ich bringe den Leuten bei, wie sie ihre Mode eben selbst anfertigen und das steht auch im Zeichen der Zeit. Also es kommen immer mehr Leute auf mich zu, die das machen wollen, eben auch um der Fast Fashion Industrie ein Schnippchen zu schlagen, weil sie das nicht bedienen wollen, aber auch, weil sie mit den Händen arbeiten wollen. Denn heutzutage ist es ja eigentlich so, dass die meisten Menschen am Rechner sitzen und am Ende des Tages überhaupt kein Ergebnis in Händen halten können. Und das ist natürlich in der Schneiderei was ganz anderes. Da sieht man, was man geschaffen hat. Und ich merke das eben auch schon bei Anfängern. Die sind total glücklich, wenn sie nur eine gerade Naht genäht haben. Dann sind die happy. Und dann ist das total schön, wie einfach man Menschen glücklich machen kann, weil man sie anleitet, mit den Händen zu arbeiten, was ja eigentlich absurd ist, weil das ist uns Menschen ja eigentlich in die Wiege gelegt. Aber wir scheinen das so ein bisschen verlernt zu haben. Ja, das wird gerade so neu entdeckt. Und, ne? Fenja, wie ist es bei dir, wenn bei dir genäht wird mit deinen Kundinnen zusammen vielleicht oder auch die Kleidung, die du selber entwirfst und verkaufst? Was gibst du deinen Kundinnen noch mit auf den Weg in Sachen Sorgfalt und Wertschätzung, Tipps oder wie sieht es bei dir aus? Also erstmal muss ich sagen, dass man als Konsument ja auch schon eine Verantwortung bei sich selbst finden kann. Wenn man jetzt zum Beispiel vom Schneidern ausgeht, dann muss man sich mal daran erinnern, dass bis in die 60er Jahre eigentlich in jedem deutschen Haushalt eine Nähmaschine gestanden hat und mindestens ein Familienmitglied hat darauf genäht und Kleidung geflickt oder auch angefertigt für die Familie. Vielleicht nicht die komplette Bekleidung, aber viele Sachen. Und es war einfach normal, zu Hause eine Nähmaschine zu haben. Und das ist dann irgendwann verloren gegangen, weil man ja billig oder billiger Kleidung kaufen konnte. Und dadurch hatte man Zeit gespart. Also selber schneidern ist ein großer Zeitaufwand. Das ist nicht mal schnell gemacht. Da haben die Mütter oft nächtelang an der Nähmaschine gesessen und irgendwas fabriziert. So, heute ist das jetzt der Trend, dass man das als Ausgleich macht. Das sagte ich ja eben schon. Und viele geben mir eben die Resonanz, dass das auch so ein bisschen wie Meditieren ist.
kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ne? Wenn man das als Beruf hat, ist das vielleicht nicht unbedingt eine Meditation, aber wenn man das als Ausgleich betreibt, dann kann das schon was Schönes haben, wenn man eben näht und das eine Zeit lang eben auch in Anspruch nimmt. Ne? Ja. Ja, aber das ist wirklich sehr, sehr komplex. Also ich könnte es mir, glaube ich, auch allein von diesem Aufwand, stelle ich mir das auch wirklich sehr aufwendig vor, wenn ich mir ein Kleid nähen müsste. Also das gehört ja auch die Ausbildung oder eben auch die Geduld, die Zeit, eben viele Dinge, die wir leider verloren haben im, ne, im industriellen Zeitalter oder jetzt eben auch dem digitalen Zeitalter, in dem wir jetzt leben. Und aber umso müssen wir die wiederfinden. Genau. Die Dinge. Ja, eben, das müssen wir wiederfinden. Und vielleicht gelingt es ja gerade durch solche Ausgleiche oder Hobbys oder Themen, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt so als Meditation. Vielleicht ne, ist für die eine oder andere da noch mehr dahinter am Ende. Ne? Also ich glaube, es ist schon was Gutes, dass es ein Trend ist und daraus vielleicht mehr entsteht, ne? Eine Bewegung. Also ich betreibe da auch ein großes Stück Aufklärungsarbeit, muss ich sagen. Also zu mir in die Kurse kommen wirklich Menschen aus allen Schichten. Mein jüngster Kunde war 8 Jahre, ein 8-jähriger Junge. Meine älteste Schülerin ist 82 und wirklich aus allen Schichten. Auch sehr viele Männer sind dabei. Und was wollte ich denn jetzt sagen? Aufklärungsarbeit, genau, Thema Aufklärungsarbeit. Auch sehr viele junge Mädchen, die kommen und wollen sich mal schnell eine Bluse nähen. Ne? Die denken dann, das ist in 2 Stunden gemacht, obwohl sie noch überhaupt nicht mit der Nähmaschine umgehen können. Und denen fällt es dann wie Schuppen von den Augen, dass das ja richtig Arbeit ist. Und das finde ich sehr interessant. Aber die werden dann auch ganz klein mit Hut und geben sich dann dran und freuen sich dann auch daran, dass sie selber was erschaffen haben. Aber eben viele wissen das gar nicht, wie aufwendig das ist. Und deshalb ist es noch mal umso schlimmer, dass man sich irgendeinen billigen Fummel bei irgendwelchen Kaufhäusern für 2 Euro kauft. Also selber nähen ist auch auf gar keinen Fall günstiger. Die Zutaten allein sind schon relativ kostenintensiv. Ne, wenn man sie im Einzelhandel kauft. Ne? Wenn wir Designer kaufen es vielleicht irgendwo etwas günstiger ein, aber so ein Hobby-Schneider, der muss das ja im Einzelhandel kaufen. Ein gutes Beispiel kann ich mal anführen. Ich war mal für eine Recherche in einem Billig-Modehaus, fängt mit P an, und da gab es eine Biker-Jacke mit vielen Reißverschlüssen, 5 oder 7 Reißverschlüsse aus Metall, ziemlich aufwendig gearbeitet, die kostete 14,95 Euro. War kein Leder, aber aufwendig gearbeitet. Und wenn man allein der Reißverschluss kostet schon mehr. Ne? Wie kann das funktionieren? Wie kommt man zu diesem Preis? Also ja. Es ist krank. Ja, das ist, was wir eben auch schon, was Heike Wunder auch gesagt hat, ne? Wie kann ein T-Shirt 2-3 Euro kosten, wenn man selber sowieso weiß, was für ein Aufwand, was für Kosten, was für Ressourcen dahinter stecken letztendlich. Ja, Fenja, wie ist es bei dir in der, also so im Alltäglichen, wirst du nach nachhaltigen Stoffen gefragt oder merkst du bei deinen Kundinnen und den Workshop-Teilnehmerinnen da irgendwie ein größeres Bewusstsein? Ist das ein Thema bei euch? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Also ich halte es so ein bisschen mit der Marion. Also das Material wird jetzt nicht unbedingt nach Siegeln ausgesucht, weil es eben auch nicht in großen Massen eingekauft wird. Ich würde jetzt natürlich keine Wolle kaufen, wo ich weiß, das kommt aus einer schlimmen Produktion, da wurden die Schafe gequält. Aber wie gesagt, also es werden eben kleine Mengen eingekauft, und bei mir ist es eben auch so, dass die Teilnehmer ihre eigenen Materialien mitbringen. Also da habe ich erstmal keinen Einfluss drauf. Wir reparieren aber auch ganz viel, und ich merke eben auch, oder ich bekomme eben auch die Resonanz von ganz vielen meiner Schneiderschüler, die sagen, seit ich bei dir im Kurs bin, kaufe ich nichts mehr. Und das finde ich schon echt einen guten Ansatz, ne? Ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ne? Aber da soll es ja auch hingehen, ne? dass man eben die Kleidung wieder wertschätzt. Und wenn man etwas selber angefertigt hat, weiß man genau, wie viel Arbeit da drin steckt. Und dann pflege ich das auch und trage das länger und habe auch eine ganz andere Attitüde, wenn ich es eben anziehe. Ne? Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank an jeden von euch. Danke Marion, Lukas, Annabelle und Fenja. Das hat großen Spaß gemacht mit euch. Ich fand es super spannend, gerade so den Einblick zu bekommen, wie auch
ja, kleine DesignerInnen, SchneiderInnen arbeiten, auch so diese, ich glaube, was ich so mitnehmen kann, ist tatsächlich, wie nah man irgendwie am Konsumenten, einer Konsumentin bleibt, das ist wirklich diese Kommunikation, diese Aufklärung, dieses gemeinsame Miteinander, dass das wichtig ist, dass am Ende eben was Gutes bei rumkommt, was der Umwelt, dem Planeten, dem Menschen und dem Tier möglichst wenig schadet. Vielen Dank für diese Runde, für diesen Vormittag mit euch. Danke nochmal an alle Zuschauer und einen schönen Tag. Und ja, möchte mich nochmal für die Aufmerksamkeit bedanken. Dankeschön.